Show, wenn man das alles mit Licht und den anderen Elementen kombiniert hat, natürlich immer so, das Erste, es ist eine multidisziplinäre Show. Und anders als das beim Licht, wo ich sagen kann, ich kann alles minutiös timen mit ein-, ausschalten, Bewegungen, ist das bei einer Drohnenshow halt ein bisschen anders. Zum einen haben wir sehr limitierte Akkuzeiten, das heißt, es gibt eine Zeit, wo die Drohnen in der Luft bleiben können und es gibt eine Zeit, die ich abziehen muss, wo die Drohnen aussteigen, absteigen, in ihre Formationen fliegen. Und das in den Gesamtkontext zu bringen, das ist dann halt die Herausforderung. In dem Fall, bei dieser Show haben wir es so, es gibt halt verschiedene Elemente innerhalb eines Soundtracks, den wir mit dem Kunden zusammen entwickelt haben. Der besteht dann halt von abstrakten Formen, also wo es einfach nur geht, schöne Bilder, bis hin zu sehr, sehr klaren Linien, bis hin zum letzten Part, wo es dann auch wirklich Logos dargestellt werden, die dann verschieden miteinander interagieren. Und dort auch so die ganzen Übergänge. Das ist halt nicht so wie beim Licht, wo ich sage, ich habe von einem auf den anderen Cue eine Fade-Zeit von 4 Sekunden und die Farben faden so ein bisschen im Random ein. Das geht mit Drohnen alles so nicht. Dann haben wir natürlich noch so andere Bedingungen, die man mit einplanen muss. Hier haben wir ein großes freies Feld. Das heißt, hier können wechselnde Windbedingungen auftreten. Das heißt, je mehr Wind wir haben, desto härter müssen die Drohnen arbeiten. Das geht dann wieder von der Akkuzeit ab. Und das ist so ein bisschen das, was man vor allem in der Produktion beachten muss. Einfach, was können die Drohnen? Wie schnell sind sie? Und vor allem, wie fülle ich das, wenn Drohnen zum Beispiel ausfaden und dann in Dunkel in die nächste Formation gehen. Einfach den Raum füllen, dass daraus eine dramaturgisch gute Gesamtshow entsteht. Man bezeichnet ja Drohnen auch immer gerne als das Feuerwerk 2.0 und im letzten Jahr haben wir gesehen, der Bedarf steigt natürlich extrem an, weil jetzt viele Städte, viele Companies weltweit eigentlich nach Alternativen zu Feuerwerken suchen. Jetzt diese Nachhaltigkeits-Feinstaubproblematik. Wir kriegen so viele Anfragen, dass wir dann irgendwann gesagt haben, wir haben eine eigene Drone-Lightshow-Unit gegründet. Also Aurora Drone Lightshows und fangen damit genau diese Anfragen alle ab. Ist natürlich etwas längerer Prozess, als wenn wir jetzt eine Lichtanfrage kriegen, wo es darum geht, irgendwie eine schöne Show um was zu machen, weil es geht natürlich erstmal darum, budgettechnisch ist man da mit einer Drohnenshow ganz, ganz anders aufgestellt. Wir sind sehr, sehr lange im Pre-Production und das sind einfach Kosten, die fallen an, egal ob ich 500 oder 50 Drohnen in der Luft habe. Die iPointies habe ich eigentlich bewusst spezifiziert. Das hatte mehrere Gründe. Auf der einen Seite arbeite ich sehr, sehr gerne mit dem Megapointy. Das ist eine so meiner Standardlampen in so einem Setup. Das heißt, mit der Lampe habe ich viel Erfahrung, weiß, wie die reagiert und die gibt mir so für so eine Show die meiste Funktionsvielfalt, die ich brauche. Das andere, was hier sehr, sehr entscheidend war, auch noch als Faktor, dass sie per Lumen Radio ansteuerbar sind. Das heißt, wir sparen uns an Verkabelung, weil wir müssen halt unheimlich schnell so eine Show aufgebaut, ready to go haben und natürlich wollen wir so schnell wie möglich wieder vom Platz runter, beziehungsweise müssen wir auch oft sehr, sehr schnell vom Platz runter und das erspart uns einfach eine Menge Arbeit und da haben wir einfach gemerkt, Loom Radio ist so das zuverlässigste Wireless-Verfahren, mit dem wir in den letzten Jahren gearbeitet haben, von daher fiel die Entscheidung direkt auf die iPointies. Vor allem, wenn man mit Drohnen arbeitet, haben wir das Problem, das wird auch weiterhin bestehen, dass wir einfach, es gibt keine einzige Software-Plattform, die alles beinhaltet, also die so multidisziplinär arbeitet. Unser Workflow ist hier. Wir haben einmal die spezielle Drohnensoftware, mit dem die Drohnenshow und die Formationen geschrieben werden. Ich selber vorbereite alles auf Capture. Vom Pre-Production her läuft es bei mir so, dass ich die Songs, also ich fange ja an, den Song zu kreieren und das ganze Design drumherum, das mache ich auf Reaper. Mache mir dort meine Marker und von dort aus kann ich mir die Marker exportieren in die Hog rein, dass ich die Cue-List mit den Timecode-Zeiten schon da habe und visualisiere dann den ganzen visuellen Bereich, also Licht, Laser, wenn wir das haben und so, alles auf Capture. Wir haben hier eine Hog 4 Full-Size, wenn man so will, eine Rotog Fullbore und wir haben noch ein Hog PC-System. Wir haben hier einen eigenen Pre-Production-Container, wo einmal das komplette Setup, dort ist auch nochmal ein Tonstudio drin mit dem ganzen Reaper, mit der ganzen Kontrolle. Das heißt, ich kann hier auch noch Songs umschneiden, das musst du in dem Fall hier auch einmal machen, weil wir die Intro-Situation hatte sich ein bisschen geändert und somit konnte ich hier im Pre-Production-Container alles im kompletten Workflow machen, von den Track neu schneiden, neu mastern, Timecode hinzufügen und das dann wieder an alle exportieren. Wir verfügen über speziell an uns angepasste Drohnen. Ungefähr liegen wir bei 30 x 30 cm und in der Standardkategorie unter einem Kilo. Die über eine leistungsstarke 10-Watt-Engine verfügen. Somit sind wir auch in der Lage, bei schlechten Wetterbedingungen, schlechten Sichtverhältnissen hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Die Skalierbarkeit ist nach oben hin offen. Also wir haben die Grenzen noch nicht so wirklich erfahren können. Allerdings liegen die Grenzen dann eher woanders, also im budgetären Bereich. Wir haben hier heute an der Show insgesamt 50 Drohnen im Einsatz, haben dort hinten am Fahrzeug ein komplettes
Studio auch für den Bereich Drohnentechnologie, für die Akkutechnologie, für die Akkuladungen, die halt sehr entscheidend sind. Gerade bei diesen, man sieht es ja auch an dem Rauch, an den Temperaturen, ist es halt sehr wichtig, dort für ein perfektes Klima für die Drohnen zu sorgen. Denn wir müssen halt sehen, das zentral gesteuerte System muss halt perfekt funktionieren. Hier und heute sind 50 im Einsatz. Diese werden alle parallel fliegen, sind im Einklang mit der restlichen Show, die jetzt dann halt zusammen mit Jens Hillenkötter zusammengefasst wird und auf einem Timecode quasi synchronisiert wird, sodass am Ende wunderschöne Bilder entstehen, die in Kombination mit Lichtsäulen und Showelementen von bereits bekannter Technologie mit erstmals neuer Technologie in Einheit kombiniert werden. Wir haben natürlich viel mit Funk zu tun. Das ist immer eine Herausforderung. Es ist auch, jeder Standort ist immer anders. Das bedingt auch die Vorbereitung, die wir im Vorfeld treffen müssen. Das heißt, Analysen zu fahren. Geht das überhaupt hier? Haben wir Störsignale? Wie ist der GPS-Empfang? Wir haben technische Hilfsmittel, um alles deutlich präziser und auch stärker zu gestalten, auch im funktechnischen Bereich. Sicherlich die härteste Herausforderung hier, jetzt und heute sind die Temperaturen und zu sehen, dass die Batterien wirklich eine ordentliche Betriebstemperatur haben, damit die Leistung auch am Himmel erbracht werden kann. Wir haben hier bei den Temperaturen durchaus die Möglichkeit, bis zu 15 Minuten Showzeit zu liefern, wobei das wie gesagt auch variiert. Wir können durch Tricks das Ganze auch noch verlängern. Wir nutzen ein System, was nicht jetzt ausschließlich für den einen Zweck genutzt werden kann. Wir nutzen ein fortschrittliches System, wo wir auch spezielle Kundenwünsche oder Anfragen, die jetzt nicht nur Punkte am Himmel erzeugen, auch bedienen können. Und darauf haben wir sehr viel Wert gelegt, dass wir da technischen Vorsprung haben.